Hallo und herzlich willkommen am 14.09.2020 hatte ich einen Hänger. Morgen ist Apple Keynote, heute ist Montag. Heute war keine Assistentin da, weil Corinna zu ihrer Mutter musste ins Krankenhaus. Das war zwar sehr schade, aber die Familie geht vor. Ich war heute bei der Hausärztin, meine Osteoporose-Spritze kriegen. Irgendwas mit P. Sie hat zwar mitbekommen, dass ich huste, aber fand es nicht notwendig, mich abzuhören. Und das war auch ganz gut. Weil normalerweise muss ich vor den Spritzen immer gesund sein und mit der Bronchitis. Aber, sie hat nichts gegen die Bronchitis gesagt, weil es eh nur eine subkutane Spritze ist, also ins Fettgewebe. Und dass da nichts macht, wenn ich ein bisschen huste. Aber naja, mein Vater hat mir einen Raumduft und eine besondere Orchidee geschenkt, weil wir waren beim Schubert in Melk vom Arztbesuch und da habe ich eine schöne Orchidee gesehen, eine besondere, eine spezielle Gattung, die so feuerrot aussieht und so kleine weiße Blüten hat. Sieht nicht aus wie eine Orchidee, wie eine typische, aber ist auch eine. Vielleicht kann ich euch die Tage mal ein Bild davon anhängen. Und einen Raumduft hat er mir geschenkt, weil ich ja im Büro rauche und damit das Rauchen ein bisschen überdeckt werden soll. Sonst gibt's nicht noch viel Neues. Am Freitag müsste ich Blut abnehmen gehen, wegen dem Langzeitzucker, weil ich momentan ziemlich hohen Zucker habe. Weil das Antibiotikum den Zucker in die Höhe treibt. Aber das wird sich nicht ganz ausgehen. Und deswegen muss meine Mutter Mittwoch wieder absagen. Weil ich am Freitag ja bei Kerstin bin. Morgen kommt Sonja. Und übermorgen bin ich bei Christoph. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Mein Vater ist gerade auf einer Sitzung von der Gemeinde. Und meine Mutter ist gerade zur Nachbarin gegangen. Schlüssel zurückbringen. Ich bin schon ziemlich müde. Aber es geht. Ich habe heute richtig Mühe gehabt beim Schubert und bei der Hausärztin gerade zu sitzen und mich nicht total hängen zu lassen, weil ich so Kreuzweh hatte. Es war in den letzten Tagen so etwas besser, aber heute war es wieder akut. Im Großen und Ganzen geht's mir eigentlich relativ gut. Bis auf so ein paar Absacker. Dann aber starke Absacker. Und etwas Stimmungsschwankungen. Aber damit kann ich ganz gut umgehen und im Moment versuche ich mich auf meine Atmung zu konzentrieren, wenn ich einschlafe.
und entspannt in den Schlaf zu kommen. Und ja, nicht so wirklich meditieren oder so, aber Atemtechniken anwenden und so. Und damit funktioniert das Schlafen ganz gut. Oder manchmal auch einfach aus Müdigkeit. Und ja, ich bin halt sehr müde den ganzen Tag. Noch immer, obwohl es deutlich besser geworden ist. Und ich nicht mehr so müde bin. Aber doch noch sehr und ich hoffe, es wird noch besser. Heute habe ich den 10. Tag die geringere Dosis vom Effektin genommen. Ab morgen wäre ich ohne Effektin. Ich bin gespannt, wie mein Körper darauf reagiert. Ich habe ja nicht so das gute Gefühl, aber ein Versuch ist es wert. Ich habe ja ziemlichen Effektinentzug und merke das auch jetzt die ganze Zeit, dass es mir schwer fällt ohne 75 Milligramm Effektin. Und morgen werde ich den ersten Tag ohne Effektin sein. Und wenn es zu krass wird, dann muss ich mir halt bald wieder einen Termin bei Nora Asperger ausmachen. Bei meinem Psychiater. Aber im Moment geht's. Und 10 Tage waren, glaube ich, auch lang genug auf der geringeren Dosis. Ich werde mal morgen austesten, wie ich mich fühle. Und ich finde auch, dass das neue Antidepressivum schon wirkt. Von der Stabilität her. Aber halt nicht so gut. Oder nicht ausreichend. Habe ich so das Gefühl. Aber das wird jetzt, das ist eine Frage der Zeit und der Einstellung. Und das wird jetzt auch besser werden. Ich glaube, wenn ich das Effektin ganz los werde, wird auch die Müdigkeit noch besser. Obwohl die Fatigue sicher nicht wieder verschwindet. Morgen kann ich ausschlafen. Das ist ganz gut. Heute musste ich ja wegen der Volkshilfe aufstehen. Die Haare sind mittelmäßig gewaschen. Sie sind nicht gleich wieder fett geworden. Aber so richtig sauber sind sie trotzdem nicht. Obwohl sie sie gut gewaschen hat. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bei mir gibt's nichts Neues. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.